Dieses Gedicht habe ich meinem Freund Gerhard Damm gewidmet. Er hat uns viel geholfen, wo wir den Aufzug gebaut haben in der Gemeinde, 4 Meter tief und dann auch beim Kindergarten. Und es war wichtig, dass jemand kommt, der wirklich ein Wissen hat. Der hat beim Studieren wirklich auch alles, was Mögliche gelernt und im Leben viel Praxis gesammelt. Und es, solche Leute brauchst du, wenn du wirklich verantwortliche Arbeiten hast. Und mir war wichtig, diese Gabe. Der predigt nicht, der ist kein großer Sänger, aber seine Gabe ist wirklich helfen, dass wir die Arbeit vor dem Staat, vor allen Menschen richtig machen. Und ich schätze es wirklich als eine Gabe Gottes. Und hier mein Gedicht. Lieber Gerhard, lieber Bruder, lieber Freund in Wort und Tat, du warst oft bei uns am Ruder und wir schätzten deinen Rat. Als wir unseren Aufzug bauten, als die Not am größten war, kamst du scheinbar nur zum Schauen, doch du bliebst zum Schaffen gar. Als wir 4 Meter die Tiefe bei dem Bau erreichten voll, gingst du runter in den Stiefel, sagtest, wie es gehen soll. Ich bin einer, der die Schelte gar nicht liebt und gar nicht sucht, doch wenn du mich was belehrtest, war es Freude und kein Fluch. Du hast immer klare Skizze, klaren Plan und klares Wort. Gott gab selbst und dich zur Stütze. Ihm sei Dank, er war vor Ort. Welche Gabe ist die größte, habe ich mich oft gefragt. Und ich sah, Probleme lösten sich durch dich in jeder Lage. Gottes Gaben sind verschieden. Mancher predigt, singt und lehrt. Doch auch Tiefenbau im Frieden ist von Gott, der uns nicht fern. Dienet Gott mit euren Kräften, mit den Gaben von dem Herrn. Sucht keinen Vorteil in Geschäften, dient den Menschen liebend gern. Unsere Männer der Gemeinde sagen heute Danke dir. Du warst Freund und einfach einer von uns allen, von dem wir. Lieber Gerhard, lieber Bruder, lieber Freund in Wort und Tat, lass den Herrn sein stets am Ruder, suche täglich seinen Rat.